Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir die alte Mine unsicher gemacht. In der Folge werden wir uns dann wieder zurückbegeben ins alte Lager und da Diego die Liste geben und Dexter das Rezept von Krokalom. Ja, schon wieder einer dieser wunderbaren Rückwege. Ich weiß auch gar nicht, ob man die irgendwie schneller machen kann. Man kann sich später auch noch in Tiere verwandeln oder in diese Viecher da. Ob man da dann unbedingt schneller ist, also als Wolf kann ich mir das zwar schon vorstellen, aber ich glaube, das war nicht unbedingt schneller. Naja, so weit war der Weg dann jetzt auch nicht. Wir sind jetzt gleich wieder am neuen Lager vorbei. Und von da aus war das jetzt dann nicht ganz so weit, dachte ich eigentlich. Wir haben nur noch, ach schade, nur 2 Lernpunkte. Das heißt, wir werden da auch nochmal ein bisschen sparen müssen, dass wir uns Bogenstufe 1 leisten können. Dass wir da mit dem Bogen mehr Schaden machen. Denn den Bogen, den wir haben, der ist nicht schlecht, also ein Reiterbogen. Wir haben ja im Prinzip schon die erste Stufe von Bogen, also Kurzbogen übersprungen und jetzt schon gleich die bessere und stärkere Variante uns gekauft. Ja. Was ja auch irgendwie Sinn gab, eine Gratis-Version von dem Kurzbogen gab es ja in der kleinen Höhle hinter Kavalons Ding. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob wir das wirklich mit dem Schlüssel aufgeschlossen haben. Würde ja auch eigentlich Sinn geben, dass wir den dann noch behalten und nicht gleich ausgeben. Oh. Templer? Lass mich mal vorbei. Was ist das denn für eine? Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Korkalom. Wir kommen eigentlich aus der Richtung der alten Mine. Gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Okay. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Hm. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Das ist interessant. Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Wenn man mal auf seine Rüstung achtet, will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. In der Mitte von seiner Rüstung ist dieses Gothic 1 Zeichen oder beziehungsweise die Maske des Schläfers. Aber dazu kommen wir auch noch irgendwann später. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Mindcrawler-Jagdtrupps. Okay. Dann geht's weiter wieder in Richtung vom alten Lager. Gleich kommen wir auch an Kavalon vorbei, wo wir uns dann irgendwann Bogenstufe 1 leisten können. Ich weiß gerade gar nicht, hier ist... Tatsache, die Höhle ist hier auch noch. Wir gucken auch mal kurz... Naja... Motorrad. Den werden wir mal ausschalten. Das müssen wir mittlerweile gut hinkriegen. Wir müssen auch ein bisschen abseits von Quests Viecher töten. Damit wir da auch genug Erfahrung kriegen. Denn soweit ich weiß, muss man auch eine Mindeststufe haben. Damit man im alten Lager aufgenommen werden kann. Ja, die klingen wirklich wie Schweine. Und, ja. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal die Motorrads ausschalten. Oder Mollerrad oder, ach, keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Läuft gar nicht mal so schlecht, wobei, warum treffen wir den nicht? Ah, jetzt. Okay, und den schalten wir mal mit unserer Nahkampfwaffe aus. Ja, so läuft ein erfolgreicher Kampf. Ich weiß gar nicht, ob man von diesen... Ja, ist das ein L oder ein T? Oder Molleral? Nennen wir es einfach Motorrad. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob man von den Viechern auch noch irgendwas anderes außer Fleisch kriegen kann. Ich glaube nicht. Ja, und hier abseits von Wegen sind auch schon die Dungeons recht schön gemacht. Also in denen hier weiß ich noch, kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Und hier findet man auch schon eine verwitterte Axt und noch einen Heiltrank. Was eigentlich schon ziemlich cool ist. Ja. Also hier in dem Gebiet kommen wir langsam mit den Viechern klar. Also auch mit Scavenger vor allem. Scavengern. Mit denen kommen wir jetzt mittlerweile klar. Aber es gibt auch auf jeden Fall noch Viecher, gegen die wir überhaupt keine Chance haben.
beziehungsweise Typen. Gothic 3 ist ja mehr eher so, dass man vor den Wildtieren Angst haben muss. In die Richtung zum Beispiel auch kommen noch Viecher, mit denen wir uns lieber erst später anlegen. So. Wachsen die nach? Habe ich das nicht schon mal... Habe ich die nicht schon mal gepflückt? Naja. So, und ich glaube, wir haben dann jetzt auch alle Dings, alle Leute, deren Vertrauen wir haben müssen, mittlerweile unser Vertrauen quasi bewiesen. Gezeigt, genau. Bewiesen. Und wir gehen jetzt mal hier rum. Vielleicht ist das dann wirklich kürzer. Weil ich sehe da ja auch schon dieses Tor. Und das scheint wirklich kürzer zu sein. Und auf dem Weg treffen wir noch einen Scavenger, der sich scheinbar verlaufen hat. Und deswegen leider sterben muss. Den letzten Treffer machen wir wirklich lieber mit der Nahkampfwaffe. Dann sparen wir dann einen Pfeil. Wir machen ja im Prinzip mit zwei Pfeilen die Viecher tot, nur irgendwie haben sie es selber noch nicht kapiert und müssen dann nochmal mit der Axt dran erinnert werden. So kommt es mir vor, weil es passt ja fast genau und ich denke dann mit Bogenstufe 1 werden wir die dann auch wirklich mit zwei Schüssen ausschalten können. So, und dann reden wir als erstes mit... Ja, doch, mit Diego. Ich glaube kaum nicht mehr. Hör nicht mehr auf das Gefahr. Ich hab die Liste von ihnen. Manche lachen aber gar nicht. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. So, und dann sprechen wir nochmal mit Dexter, dem, für den wir ja das Rezept haben. Oh, die Sonne blendet. Irgendwie zu einer bestimmten Tageszeit blendet die Sonne hier wirklich extrem. Ah, hier ist. Ja. Bisschen extremer Wandel zwischen gerade noch vollkommen blind und jetzt alles so dunkel. Aber naja, so, hier müsste auch gleich der Marktplatz eigentlich kommen. Ja, hier ist Whistler. Dann ist Dexter auch nicht weit entfernt. Der müsste da hinten irgendwo sein. Der hat ja mit Rezepten und Tränken und so gehandelt. Und hier ist auch wieder dieser Pavel oder Pavel-Typ, der uns jetzt zum Sumpflager mal gebracht hatte. Ist das jetzt hier? Nee, ja doch, ist Dexter, okay. Ich hab das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Ja, ich habe neu geladen und dann bin auch gleich im Gespräch eingestiegen wieder. Also es ist abgeschmiert und ich hatte schon die Befürchtung, dass sämtliche Aufnahmen von, ich weiß gar nicht, von dem Tag, das war vor zwei Tagen, ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit die Angewohnheit, wenn aus irgendwelchen Gründen mir das Spiel abschmiert oder ich eine Aufnahmepause mache, dass ich dann wirklich erst einen Tag später oder so weitermache, das sollte ich mir abgewöhnen. Auf jeden Fall wurden die Teile zwar gespeichert, aber interessanterweise in einer anderen Reihenfolge. Was ein bisschen merkwürdig ist. Naja, wir müssen jetzt noch mit Diego sprechen, dass wir die Prüfung des Vertrauens ablegen. Beziehungsweise... Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Was wollte ich gerade sagen? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Abgeben? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum. Ach, von genau. Denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Die haben wir auch schon ganz am Anfang gesehen. Das ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Ganz einfach. Okay, jetzt gab's gar keine Sprachausgabe. Ich kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Nein, okay, wir machen okay. Halbe-halbe. Okay, irgendwie skippt er gerade. Den Typen anlegen. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ja gut, machen wir ich das zusammen. Gut. Und hinter uns steht glaube ich wieder Matt oder so. Ja, Matt. Wieso lebt er eigentlich noch?
Ich lasse ihn jetzt einfach mal noch am Leben und wir sprechen mit Diego, um die Prüfung des Vertrauens mal hier endlich zu beenden. Und irgendwie stört mich gerade die Sonne, deswegen... Mach's gut. ...sprechen wir ihn lieber aus einer anderen Perspektive an, in der nicht die Sonne so mies scheint, nämlich der hier. So. Ich hab die Liste von ihm. Verlass dich auf jemanden. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. So, okay, und dann werden wir jetzt mal, weil sie es gerade angeboten hat, dann auch mit unserem lieben... Oh nein, Matt, lass mich in Ruhe. Unserem lieben Freund Grimm ein paar Diebe verprügeln gehen. Wobei mich irgendwie auch die Hintergrundgeschichte ein bisschen interessiert, warum die das machen. Deswegen werde ich jetzt erst nochmal ohne Grimm hingehen. Habe ich jetzt mal so spontan entschlossen, mich. Denn, ja, meistens steckt hier was anderes dahinter als, quasi vorher so impliziert wird. Und in dem Fall ist es ja vielleicht wirklich was anderes. Deswegen sprechen wir mal mit den Buddlern. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Gut, der wohl nicht. Und du? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel... Okay, das hatten wir, glaube ich, schon. ...kann ich mich nicht im Lager... Okay. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt, aber scheinbar nicht. Ja, in Gothic 1, glaube ich, wobei, da weiß ich es gar nicht, aber später ist es auch mehr so, dass da wirklich was dahinter steckt, wenn das so im Prinzip so klar ersichtlich ist. Oder zumindest hatte ich so in Erinnerung. Erstmal abwarten. Ja, ist in vielen Rollenspielen ja so, was eigentlich ziemlich cool ist. Und ich denke, wir werden dann jetzt mal mit Grimm diese Typen verprügeln gehen, beziehungsweise... Das Amulett holt, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Also dieses, ich bin bereit, mit dir zu gehen, kann man irgendwie auch missinterpretieren. Wobei ich irgendwie frage, wer sowas auf die Weise sagt. So. Ja, wir folgen ihm jetzt einfach, er hat einen Knüppel. Also Nahkampf, da denke ich, passen wir ganz gut mit Fernkampf. Ich frage mich, ob wir jetzt schon gleich anfangen zu kämpfen oder ob er nochmal mit denen reden möchte. Oh Gott, Matt, lass mich in Ruhe. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Martin bestellen. Oh. Okay, das hatte ich nicht in Erinnerung. Oder so zumindest hatte ich das nicht in Erinnerung. Okay, die Wachen scheinen uns helfen zu wollen. Bleib hier, du Feigling. Ich sag doch, da steckt immer was dahinter. Feigling, komm zurück! Und in dem Fall wirklich. Nämlich ein Hinterhalt von Bloodwin. Bloodwin. Nicht wirklich die Torwache jetzt. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders regeln. Also ich denke schon, dass wir dann dieses... Naja, diese kleine Falle von Bloodwin schon überstehen werden. Ich denke, das bringt auch ein bisschen Erfahrung. Okay, müssten wir jetzt noch mit Diego... Glaubst du? Oh Gott, lass mich in Ruhe, Matt. Nochmal mit Diego sprechen und... Nee, müssen wir nicht, okay. Mach's. Dann habe ich praktisch gespeichert, aber es war jetzt auch unnötig, mit ihm zu sprechen. Dann versuchen wir es einfach nochmal. So. Ich bin bereit. Gut! Aber es ist auch schon genial inszeniert, somit, dass man erstmal vorher abspricht, ja, wir machen halbe-halbe und dann stellt sich's raus, ja, das war Bloodwin und er möchte dich tot sehen. Finde ich auch schon genial gemacht. Also ich hatte wirklich mit meiner Vermutung recht, aber auf eine Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Vielleicht habe ich mich auch unterbewusst an die Quest erinnert, wer weiß. Ach Gott, Matt, lass mich doch in Ruhe. Ich könnte ihn ja auch mal aussprechen lassen, aber irgendwie der... Steck die Scheiß! Der fordert, der erweckt in mir nur Hass irgendwie. Ja, die Waffe ist doch... Soll ich dir aufs Maul hauen? Bist du irgendwie... Steck das Ding weg! Okay, wir packen es aus, wir packen es weg, bist jetzt zufrieden. Glück gehabt! Gut. Und dann machen wir nochmal eine Art Quicksave auf Gothic 1 Manier. Oder in Gothic 1 Manier. Interessant auch der Speicherscreen mit dieser Frau, die sich da vor dem Sessel regelt. So. Also. So. Ich soll. Und Matt spricht uns genau jetzt an, natürlich. Komm zurück, du Feigling! Ein Kampf!
Der hat noch einmal und du kannst was erleben. So können wir das nicht machen, aber ich denke schon, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Wir haben hier genug Heilmaterial, eigentlich. Also wir haben, glaube ich, noch einen Heiltrank und jede Menge Zeug. Und wir können ja auch einfach mal so einen Feuerball auf die Viecher, auf die Typen feuern. Okay, der ist auf 4 jetzt gelegt, der auf 5 und das auf 6. Das brauchen wir eigentlich nicht. Dann würde ich sagen 4 und 5. Was ist denn dann auf 3? Oh. Okay. Dann frage ich mich, warum da 3 steht. 4 steht, aber naja. Dann werden wir jetzt mal hier dann. Kann man das irgendwie. Nee, das kann man nur direkt nehmen, glaube ich. Naja. Oh Gott, wie der Typ nervt. So. Ich soll. Dann werden wir hier mal quicksaven. Das ist, denke ich, eine ganz gute Stelle. Ja, danke. Fängt ja schon mal gut an. Ja, und jetzt springen. Warum muss er da noch ewig warten? Ey, das ist krass. So, jetzt iss um dein Leben, du Idiot. Ja, ich hasse sowas, wenn man im Menü nicht pausiert. So, Echtzeit hat ja vielleicht seine schönen Seiten, aber die sehe ich nicht. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich weiß gerade gar nicht, können wir diesen Kampf gewinnen? Ich denke mal schon. Zur Not müssen wir zu den Torwachen zurücklaufen, die sind ja auch auf unserer Seite. Also müssten eigentlich, da wir ja auch Schutzgeld an den anderen Typen bezahlt haben. Okay, wie machen wir das dann am geschicktesten? Okay, ich habe auch, glaube ich, vergessen die Zauber. Ja, ich habe vergessen die Zauber. Du solltest das nicht droppen. Aber cool, dass man droppen kann. So. Dann werden wir es nochmal so probieren. Hoffentlich mit... Oh Gott, wieso nervt das? Zusammen sind wir echt unschlagbar. Wir könnten das alte Lager übernehmen. Ja, danke, dass du mich an deinen Machtfantasien teilhaben lässt. Nicht. So. Okay, ich denke, hier ist ganz gut. Und ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.